So, Freunde, wir werden jetzt pennen gehen. Super spannend. Bei South Park The Stick-Off. Stick-Off, nicht Stick. Sondern Fractured Butthole. Und ja, wir gehen einfach pennen. Super. Super spannend. So, geh ins Bett. Wir sollen noch nicht mal was essen. Okay. Ja, ich gehe ins Bett. Ach ja, wir können das hier aufmachen. Was ist hier? Gelockte. Boah. Schätzchen, du hast dein Abendbrot vergessen. Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Komm, Schätzchen, iss dein Abendbrot. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein scheiß Maul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, dass er das Medikament braucht. Du versoffene Hure! Scheiß Käfer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, sich zwischen uns zu entscheiden? Du hast ihm das Zeug doch auch ins Essen gemischt! Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden! Geh runter und iss dein Abendessen, Schatz. Ist zu Abend. Eigentlich ist das voll traurig, aber was willst du machen? So, und jetzt wieder ins Bett. Okay. Ich glaube, irgendwie, da kommt noch irgendwas dazu. Ich weiß nicht. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass ich meine Eltern verprügel oder so. Aber scheinbar nicht. Ach, jetzt ist es wieder so die Mission, wo wir einen von denen in den Rücken fallen. Ach ja. Wir müssen uns zwischen zwei Leuten entscheiden. Ach ja, Folge Mysterien zur Polizeistation. Okay, ich muss aber wahrscheinlich jetzt erstmal hier raus, oder? Nö, ist easy. Ich habe es nicht mal zugeschlossen. Na endlich. Weißt du, wie schwer es ist, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht? Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Was ist das denn? Da sind ja meine Eltern. Redest nicht gern drüber, hä? Schon okay. Kann ich verstehen. Gehen wir zum Polizeirevier und suchen den Beweis. Tina, es tut mir leid. Nein, Mama, bitte nicht. Ich bin ganz brav versprochen, bitte. Bitte kein Hausarrest, es tut mir leid. Oh Gott. Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Oh, wer hat mir in die Hose gepisst? Was? Ich hoffe, du magst Eier. Ja, Mann! Was für Arschlöcher. Das ist schlimmer, als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal. Du bist echt mysteriös. Und von Mysterion ist das ein ziemliches Lob. Hey, da sind sie. Freedom Pals, folgender Plan. Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toolchat und Wunderasche ein Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Da, das tun wir auch. Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch. Leute, Leute, ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlage ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolchat. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieht ihr das mal an.
Also, Butters hat uns ja geschrieben auf Kunstagram. Was hat er geschrieben? Das wollte ich gerade, glaube ich, sagen. Hey, Neuer, ich warte immer noch auf bei der Bank und komm vorbei, die Leute schauen komisch. Und der ist dann hier und chillt. So, was soll man denn machen? Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind! Alarm! Das Revier wird angegriffen! Wow, das habe ich nicht erwartet. Ah, shit. Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Keine Bewegung! Also hierher und dann keine Bewegung! Schnauze! Besiege die korrupten Cops. Aber sowas von. Diesmal hinterlassen wir keine Handybeweise. Komm her! Weiter so! Nein, du kannst nichts machen. Tut mir leid. Jetzt prüge ich auf dich ein, du Arsch. Zack. Bam. Ja, der müsste tot sein eigentlich, oder? Ja, noch ein Schlag und er ist tot. Ja, ich kann keinen anderen weiter angreifen, aber der ist wenigstens tot. Wir brauchen Verstärkung! Oh Scheiße, da ist ein schwarzes Kind! Zeit, ein paar Grundrechte zu verletzen! Stehen bleiben, Arschgesicht! Oh Mann, nur Scheiße, diese Dinger sind gefährlich! Ich bin Bulle geworden, um zu feiern, nicht um Kinder zu verprügeln. Geht aber auch. Okay, bin ich dran? Zack, ja, Schock beide, perfekt. Bams. Tada, ich hab es blitzen lassen. Es ist soweit. Aber guck mal, der kann übelst weit laufen, das ist sau nice. Ich kann nichts machen. Ja, oder doch. Kann den angreifen. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Zeit für die Zupperparty. Ja gut, der kann nichts machen. Ja, tausch mit denen. Zack. Hey, tausch. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. So, jetzt verprüge ich den, der ist tot. Ciao. Bams. Noch einer erledigt. Na, ich bin ja geschockt, das ist ja schlecht. Zeit für eine kleine Stadtrenovierung. Oh Gott! Hey, ich lebe noch! Siehst du das Abzeichen? Keine Bewegung! Mach das nicht nochmal! Scheiße, Strom! Mach dich auf Gerechtigkeit gefasst! Was für Gerechtigkeit? Ne, der kann uns zum Glück nicht angreifen. So, der kann beide nicht angreifen. Seine Wunderfähigkeit ist nicht schlecht. Ich mach die jetzt. Ach stimmt, mit Craig. Nice. Junge, die Fähigkeit ist super gut, Mann. Los geht's. So, der kann er beide angreifen. Na gut, aber Token ist danach dran, also der dürfte den anderen umbringen können. Die Freedom Pals werden siegen. Tupperdose hält alles frisch. Neutralisiere. Feind am Boden. So, du Arsch. Ciao. Aggressor neutralisiert.
Alter, das hat immer noch geschockt. Das ist echt schlecht. Ah, okay. Ich hoffe, ich überlebe noch. Perfekt. So, komm, Wundertweak. Trifft er den überhaupt? Ja, nice. Und der ist sogar geschockt. Bams. So, jetzt ist Mysterion dran. Kann er den treffen? Ja. Zack, Alter. Recht bewahren, unschuldige Schützen. So. Okay, der ist tot. Sehr schön, dumme Dose. Sanktion aber mit Inklusion. So, ich habe jetzt, glaube ich, von jedem seine Ultimativkraft gesehen. Ich habe jetzt, glaube ich, nur besiege 20 Polizisten. Okay. Polizisten kann man scheinbar auch besiegen. Interessant. Was ich glaube ich jetzt wissen wollte ist, ich habe jetzt glaube ich von jedem Verbündeten, glaube ich jetzt wirklich das gesehen. Oder? Von Human Kite habe ich es gesehen, von Craig habe ich es gesehen, von Mosquito. Haben wir es von Mosquito gesehen? Ich glaube schon. Von Callgirl bin ich mir auch ziemlich sicher. Captain Diabetes safe. Mysterion. Ja. Professor Chaos, ja. 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 Stimmt, von Jimmy. Nenne ich mich jetzt gar nicht dran. So, wo müssen wir lang? Hier rein, oder was? Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich. Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen, wie ihr. Eure Freunde, eure Familie, Menschen, die hart arbeiten und... Nigga! Tupperdose! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Und schalt den Alarm an! Der Wichser hat auf mich geschossen! Hinterher! Das wird kein Zucker schlecken, aber wir zahlen's den Bullen heim. Ach stimmt, hier waren wir schon mal, glaube ich. Ist das bescheuert. Ach, hier ist der Clownraum. Warum kann ich jetzt nicht zu Eden? Na gut, komm. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Ja. Wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Kein Stress. Ich mach das. Mach das hier aus. Es hat geklappt. Oh Mann, da ist noch einer. Kein Stress, kein Stress. Ich kümmere mich darum. Keine Sorge. Token. Aber bitte. Bitte sei ruhig, ne? Hey, was ist denn hier? Warum kann ich hier so hoch? Ah, okay, das ist ein anderes Rätsel. Ah, verstehe. Das ist eine andere Art von Rätsel. Let's go. Hacken. Hier, kleiner Lakai. So, kleiner. So. Zack. Schön hacken. Komme ich jetzt runter? Ne, ich muss wieder zurück. Okay, ich dachte eigentlich, dass wir das wieder so gleichartig lösen, aber cool, dass sie es anders gemacht haben. Ich habe nämlich gar nicht auf das Rätsel richtig geachtet. So. Wo sind wir denn hier, Alter? Tantalums Beschleunigerrezept. Was ist das? Crafting? Puh, nicht schlecht.
Dann tun wir das auch ausrüsten, denke ich mal. Warum sollte ich das ausrüsten? Gut, ich mach das glaube ich nicht. Noch nicht. War vielleicht keine gute Idee, herzukommen. Vielleicht, wenn wir irgendwann einen großen Platz dafür haben. So, da kamen wir her. Da will ich gar nicht rein erst. Ach, gesperrt. Na gut. Kann ich nur hier rein. Na, da ist er ja. Hey, wegen dir bin ich doch hier drin, du Arsch. Ich kann euch, ich muss euch nicht rauslassen, ne? Betreten. Das ist Sperrbereich. Ach du Scheiße. Besiege die korrupten Cops, oh yeah. Zack. Ich knüppel euch nieder und sperre euch ein. Das ist mein Verfassung. Schnauze. Ist nicht euer Recht hier. Ist es nicht. Du Arschloch. Zack. Du kannst doch hier nicht jeden verhaften, der schwarz ist, hä? Was soll das? Keine Bewegung! Au! Ich werde dich bestrafen! Ich schock dich lieber. Komm, zack! Ja? Richtig gehört. Also ich glaube wirklich, ich habe von Mosquito und von Jimmy, von beiden glaube ich noch nicht die Ultimativkraft gesehen. Ich weiß es halt nicht. Könnte halt aber gut, ganz gut sein, dass ich die vielleicht doch gesehen habe. Und ihr auch. Wenn nicht, dann zeige ich es euch so oder so noch, also keine Sorge damit. Machen wir schon noch. Na gut, dich kann ich verprügeln. Ciao. Ja, das schaffen wir, Leute. Jetzt bin ich dran. So, Tupperdose, zack. Bam. Warnung. Schön aus den Hüftmotoren raus. Ja. Ah, es ist geschockt. Geschockt ist schon scheiße. Die Aktionen sind sicher aufregend für euch. Das fand Wundarsch nicht okay. Ah, ein Sturm zieht auf. Die liegen halt nicht richtig, die liegen nicht gut, dass man diese Ultimativkraft benutzt. Der Zwerg hat mir einen Stromschlag verpasst. So, du Arschloch. Tja, gehst mir nämlich auf den Sack. So. Raus mit dir. Ciao. So, du gehst auch down. Zack. Bam. So, ja, viel, viel höher sogar. Du kannst mich gar nicht angreifen, weil ich unsichtbar bin. Junge, du gehst mir so auf den Sack, du Pisser, Alter. Zack, Alter. Ciao. Kleiner Wefer. Hyperglas Artefakt. Nice. Zack. Okay, okay, ich weiß, was ihr denkt, aber glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Was hat der hier? Arrestzellenzugangskarte.
Interrogation Room. Was ist denn das hier? Übertriebene Gewaltanwendung und du. Ach ja. So. Zugangskarte. Ach, die kann ich hier benutzen. Ja, wahrscheinlich, ne? So. Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Tauke, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Aber dass der nichts sagt gegen uns, weil wir haben den ja ins Knast gebracht. Naja. Ich will da gar nicht lang. Zumindest noch nicht. Ich glaube, da würden wir rauskommen. Hä? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Ach, da müssten wir weiter, oder was? Okay, der will, dass wir hier weitergehen. Also das Spiel will, dass wir da weitergehen. Lol. Mann! Wie kann ich denn das hier verhindern? Ich weiß nicht, ob wir das pausieren müssen. Ich glaube schon. Doch, doch, doch. Perfekt. Jetzt muss man da durchkommen. Guck mal, was wir da auch bekommen. Ziemlich nice. So, das will ich jetzt mal gucken, was das ist. Das will ich jetzt echt gerne sehen. Please. Okay. Das geht klar, Jungs. So, Meisterrätsellöser. Oh yeah. Wie kommen wir denn da rein? Sorry, wie kommen wir da rein? Okay, da kommen wir gar nicht rein. Außer wir kommen so durch. Wo kommen wir hier hin? Alter, wie cool!
Das ist doch Yolanda, oder nicht? So, da dürft man hochkommen. Ja, so. Dieser Leiter hier. Ach ja, da ist ja noch der Kopf, Alter. Lied des betrunkenen Ritters. Hier ist auch noch was. Fallakte zu Indiana Jones Vergewaltigung. Ja, also, was ist hier drin? Glas mit Blut vom Baby. Fuck. Ja, keine Ahnung, wer das ist. So, ich glaube, hier war auch nichts mehr, oder? Ich glaube nicht. Oder leuchtet hier irgendwas? Okay, scheinbar nichts wichtig. Okay. Ach, hier waren wir schon mal. Das heißt, wir wären da ja die ganze Zeit durchgekommen, oder wie? Wären wir die ganze Zeit so ab... Hätten wir so abkürzen können. Interessant. Na gut. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Auf. Ah, jetzt verstehe ich es. Wir müssen das Propan da mitnehmen. Achso, das ist jetzt hier, okay. Ich dachte, das wird gar nicht zählen. Geil! Ich dachte, die Objekte verschieben sich nicht, wenn man das pausiert hat. Kann ich hier auch was machen? Da kann ich doch was öffnen. Joa, Pfefferspray-Patrone. Was ist denn hier eigentlich? Ah, da geht's weiter. Relativ cool gemacht. So, was ist das hier? Ah, da komme ich in die Zelle hier rein, okay. Knast-Tattoo. Cool, dann habe ich dieses Rätsel auch gelöst, meine Damen und Herren. Verlassen. Aha, das zählt auch als Windrad, oder was? Jawohl, let's go. Bereit? Ja. Okay, geschafft. So. Okay, jetzt wieder hacken. Ja, okay, ich denke, das ist Standard schon inzwischen. Ich glaube, das müssen wir echt voll oft machen. Ach ja, stimmt. Ich habe noch von Toolchat habe ich ja noch Sandblaster. Stimmt. So ein feiner Lakai. Oh, wow. Bis bald. So, Meisterrätsellöser sind wir auf jeden Fall schon mal näher. Ja, natürlich bin ich wieder da. Es geht. Startbereit. Wir haben's geschafft. Ciao, bis dann. Ciao. So. Sind wir schon mal auf jeden Fall wieder in Spur näher. Zack, nehme ich mit. Vernichtungsüberkipper-Rezept. Das will ich jetzt auch sehen. Okay, kann ich sogar machen. Kann ich gar nicht machen. Achso, das habe ich schon. Tantalum-Beschleuniger plus 1. Let's go. Machen wir direkt. Das mache ich auch. Instant, Jungs. So, Artefakte. Let's go. Gucken wir uns mal an.
Das ist gut. Na, das ist gut. Das ist super. Da, dort, dort. Dort. Das ist super. Das wollen wir haben, ne? So. Ich bin so zufrieden eigentlich. Ich hoffe es zumindest. Also ich glaube, ich bin echt zufrieden damit. Hier gibt's sonst nichts, ne? Wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Aha, hier kann ich doch Sandblaster machen. Daran müssen. Alter, was ist. Das ist doch dieser Typ! Nee. Das mit dem Klo-Typen. Ist das bescheuert? Geh du vor. Das ist dieser Klo-Überwachungstyp. Arschgeiler Arsch. Der von jedem. Ja, was war das nochmal für eine Folge? Wo Clyde's Mom an dem Klo stecken geblieben ist. Mussten die alle überwacht werden im Klo und das ist dieser eine Typ, der auf jeden einen runtergeholt hat. So. So, was habe ich jetzt gemacht eigentlich? Hab dich, Perversling! Ach shit! Ich meine, ah shit! Ach so! Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Deswegen, das sollte ich machen, ach so. Das war einfach nur ein Rätsel. Nice, los! Okay, hier kommen alle Fähigkeiten dazu. Das ist so bescheuert, dass dieser Typ hier. Das ist so bescheuert, tut mir leid. So bescheuert, dieser Klo-Typ da, der alles überwacht. Jetzt hab ich dich, Kleiner. So, Kleiner. Was macht der eigentlich hier? Ach ja. Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alter, das ist Grandos. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pals, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Oh nee! Ist die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Ach du Scheiße, Jared. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Jared. Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. Jared hat AIDS. Ich weiß nicht, das war irgendeine Abkürzung für irgendwas anderes. Also hat nichts mit wirklich mit AIDS zu tun gehabt. So, kann ich hier jetzt alle Verbündeten ersetzen? Weil ich würde schon gerne Jimmy einsetzen, wenn er da ist. Weil wir haben seine Spezialfähigkeit noch gar nicht gesehen. Glaube ich zumindest. Immer noch. So, und deine Ja, so, wen habe ich dann noch nicht gesehen? Ich glaube, Moskitos haben wir nicht gesehen. Call Girl bin ich jetzt gerade auch nicht sicher. Wobei doch, die Hure hat ja welche gerufen, stimmt. Und ich glaube, das haben wir echt noch nicht gesehen. Gut, let's go. Sex im Knast ist extra heiß. Jared, Alter. So, du Affe. Okay, der hat ziemlich viel Leben. Was kann ich denn noch machen? Triff seinen Feind in der Nähe. Okay. Ah, du hast Fliegen zwischen den Zähnen. Lass nächstes Mal lieber den Mund zu. Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen?
Ah, ich kann ihn angreifen. Zack. Bam. Ich nuckel an dir. Das nuckelt für dich. So, du Arschgesicht. Komm her. Ja, wir müssen eigentlich, wir sollten eigentlich aus dieser Gefahrenzone weg. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ziemlich hart drauf, aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Keller kommt nie ohne AIDS. Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu sein? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Ach, diese Typen. Jeder sollte AIDS haben. Diätassistenten oder so, irgendwie sowas. Es läuft alles genau nach meinem PR-Plan. So, du Affe. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern. Nein, du machst deine Attacke sicherlich nicht, mein Freund. Du bist nicht dran. Ich glaube, ich will den umbringen. Ja, ich gehe auf den. Ein Feind fiel. Oh, dann ist er tot. Immerhin. Ich nehme meine Blutprobe. So, du Arschloch. Zack. Ah, fuck! Ah. Oh, du bist ein super Sauger, das gefällt mir. Die Aktion, dass Jared zu 70% wie einen normalen Menschen aussehen, ist ein Fehlschlag. Abbruch! Stimmt, ich kann mit ihm tauschen. Das heißt, der greift dann nicht mehr Jimmy an. Ah, mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Oder nicht? Ja, kommt da. Ja, der hat sein Ding geändert. Habt ihr schon gesehen? Wir können ihn jetzt angreifen. Und keiner ist in seiner Schadenszone. Du bist echt düster, Mysterion. Ich grüble eben viel. Keine Kinder in Fummelreich. Ja, als ob. Operation, dass Jared zu 70% wie einen normalen Menschen aussieht. Alter, was der macht. Wie geht man? Ach, Mysterion ist trotzdem da, oder was? Wollt ihr was Süßes? Ach, stimmt, weil er ja unsterblich ist, aber was macht er dann? Mann, wie viele Eier ich am Tag befruchten könnte, wenn ich so schnell wäre wie du! So, stimmt, jetzt will ich seine Fähigkeit sehen. Er kann beide angreifen, perfekt. Ich glaube, die haben wir schon mal gesehen, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Naja, safe. Flieg, Edward, flieg, Suki, flieg, Buffy! Wir haben gewonnen. Trinkglas der ausbrechenden Jugend. Und wir haben Stufenaufstieg. Ipscher Platz. Oh yeah. Was macht die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet? Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, furz ihm ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles. Was hat der Polizeichef zu verbergen? Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wenn er eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ich hab die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Du hast die Wahl. Zum Superhelden-Dasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Alter, das war hardcore. Also, das war echt unangenehm. Ich weiß, der Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? Tja. Ach, hier waren wir schon. Tja, wer nicht hört, der muss fühlen, ne? Mein Freund. Ich glaube, wir sollten vergessen, dass das je geschehen ist und nie mehr darüber reden. Du hast ein weiches Herz, vielleicht zu weich. Wahre Helden können Gnade zeigen. Du hast ihnen dein Arschloch gezeigt. So. Okay, es geht nirgendwo anders weiter. Wir müssen einfach nur nach rechts. Let's go. Geh mal den Aufzug runter. So. Freund. Helfer. Peng. Peng.
So bescheuert. Das ist eine einmalige Sache, Kuhn. Ab morgen sind wir wieder Feinde. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind gerade nicht wichtig. Schwarze Leben sind wichtig. Ja, du spaßt. Du bist hier der Spaß, Mosquito. Los, mach das Tor auf! Ich find's cool, dass die jetzt zusammenarbeiten. Also zumindest für den Teil hier. Wir müssen das vor... Okay, wie mache ich das Tor auf? Wow, das ist aber echt unheimlich. Es geht nur noch nach unten. Es geht nur noch nach unten weiter. Caring for your elder god. Okay, das könnt ihr euch alles durchlesen. Ich lese das jetzt sicherlich nicht durch. Viel Spaß. Lest euch alles hier durch. Ach, das ist die Fu... Guck mal. Ah, weißes Fleisch, schwarzes Fleisch. Food-Pyramide. Okay. Successful feeding, no losses, not eating much. Aha. Das ist aber richtig unheimlich hier, was ist denn das? Komm, hier kommt ein Boss. Emblem der Brutalität. Brauche ich nicht. Ziemlich teuer. Bodycam Löschkit. Ich glaube, ich kaufe mir sogar ein paar davon. Einfach 4, 5 Stück einfach. Wir hätten an sich noch ziemlich viel zu verkaufen, würde ich mal sagen. Triumph des Herzes. Stimmt. Such den Schlüssel und du stehst hier rum. Den Schlüssel, ja, chill deine Base. Wir haben hier noch einen epischen Platz. Erinnert ihr euch? Oh yeah. So, wir könnten das hier benutzen. Verbündetenplatz kann sich ein Feld weiter bewegen. Heilgegenstände stellen 100% mehr Gesundheit bei Teammitgliedern her.